sagen, wir gehen mal in die ersten Videos hier rein. Reaction zu, es tut mir leid. Ja. Moin, moin und rein da. Abfahrt. Auf. Du guckst nicht? Du guckst nicht? Ja, hör mir zu. Du lässt deine Augen zu, okay? Augen zulassen. Wallah, ich lehne nicht. Okay. Auf. In die Küche bringen. Ja, lass doch mal. Der Arme. Oh, was macht Hugo? Was macht Hugo da oben? Hugo, tu's nicht. Basti. 25%. Das Spiel habe ich auch bei Mert gesehen. Was ist denn das? Das habe ich auch bei Mert irgendwie gesehen. Ich weiß aber nicht genau, was es ist. Du bist hier unten, du bist an dieser Linie. Wir wollen auf den Mount Everest, aber du! Content, du bist gerade auf der Zugspitze. Du musst einfach mal ein bisschen hasseln, du kleiner Pester. Basti, ich werde einen Sound abspielen und du musst improvisieren, okay? Okay. Was macht man da? Ein sonniger Freitagnachmittag und wir sind hier live auf Vox mit meiner neuen eigenen Sendung. Und zwar werden heute drei Hunde gegen drei Maschinen kämpfen. Wer am Ende gewinnt, wird dann werden wir sehen. Hier, deine Idee. Taschen ab auf deinen Kokosnusskopf auch. Nicht wieder Gigant, Digga. Geh doch mal bitte wieder ein Jahr inaktiv. Kann der Junge nicht wieder ein Jahr inaktiv gehen? Was denn? Was jetzt schon wieder? Oh, vegan zum Dank für 10 Subs, mein Freund. Was? Erwachsener Mann, erwachsener türkischer Mann, sagst du mir. Du kommst von Straße, du bist Frankfurt, du bist Deutschrap. Wo wohnt er, Chat? Wohnt er auch in Madeira? Oder auf Madeira? Madeira? Das ist krass, ne? Wie viele da einfach mittlerweile wohnen. Ich schwöre, ich sehe manchmal Danny's Stories und ich denke mir, Alter, ist das krass. Das ist einfach wie, also von der Natur aus, wie Urlaub. Der geht einfach um 14 Uhr an so eine Küste lang und macht so eine Story von den Wellen und so und essen Muscheln. Ist schon verrückt. Sparfuchs. Du bist Frankfurt, du machst mir immer auf Straße, auf Gangster. Hier, was ist das denn? Ein Foto machen? Adam! Alter. Schnell, beeil dich! Alter. Livestream will jetzt kaputt machen, Alter. Guck mal, ich bin jetzt live auf Twitch. Guck mal, das ist einfach Knossi, Digga. Geil. Noch nie hat so sympathisch jemand einen Stream kaputt gemacht. Knossi, Alter! Die Baloski. Die Baloski. Brandtucha, was geht? Ja, ja. Twitch, was geht ab, Alter? Maniac-Entwicker, nimm ein paar Kerne. Brandenburger Tor, legalized, Alter. Drusia. Bro, ich mach einen Schritt raus hier aus dem Haus. Ach Mann, ihr versteht's wirklich nicht, ne? Ich geh hier raus. Stehen da wieder 10 bis 15 Frauen. Wollen wieder irgendwas von mir. Weiß nicht, wie ich das noch irgendwie schaffen soll. Wo wohnt er? Er wohnt in Luxemburg, ne? Immer noch? Ich glaube, irgendwann wird er hierher ziehen. Aber auch schon oft Madeira. Er wohnt jetzt in Madeira? Dahin gezogen? Er ist dahin gezogen? Gerade auf Madeira gezogen. Überleg mal, wie viele deutsche Streamer da schon sind und YouTuber. Hast du etwa hier hingeguckt? Ich weiß nicht, wohin! Dieser, ich weiß nicht, was deine Leggings so besonders machen. Was ist das für ein Video, Mann? Hat die auch so einen String drin? Ja, natürlich. Hier oben auch! Ich will das mal sehen bei dir, weil du... Jetzt ist aber hier... Für sie ist, wenn ein Vogel keinen Bock hat, mir zu fliegen, fliegt er eigentlich mit. Ja, also ich habe so einmal in Minecraft gefunden. Ja? Ja, und dann habe ich mit meinem Schwert, wollte ich einen Zombie hauen, habe ich ihn angezündet. Ich sag dir, Papageien sind fucking underrated Tiere. Die sind so krass, die sind so cracked. Verp dich. Oh mein Gott, oh nein! In meinem Kopf habe ich mir schon vorgestellt, wie wir zusammen in meinem Haus wohnen. Der hieß Lil Peep. Hast du gelitten? Das war echt schlimm, aber ich habe mich auf die Suche gemacht und seinen kleinen Bruder dann gefangen. Zu Recht. Und ihn nach Hause genommen. Das war echt ein schlimmer Tag. Aber vielleicht haben die es gehört. Alter. Digga. Und ihren Wunsch. Oh. Aber. Ja. Auch noch mal Salz. Ey, was schreibt nicht? Guck mal hier, der Wind. Ich werde voller Salz. Übertreib nicht, Junge. Übertreib du jetzt nicht. Du hast alles gar nichts. Voller Pfeffer, Digga. Andere haben gar nichts. Ich kann doch gar nichts dafür.
Geht's noch, oder? Ist das Parmesan? Nein, das war Salz, Digga. Also es gibt nichts. Also ich glaube, so versalzenes Essen, Chat, kleiner Real-Life-Tipp, ne? Vom Koch eures Vertrauens. Immer erst am Ende nachsalzen. Wenn das Essen erst versalzt ist, dann habt ihr ein Problem. Vorher kann man es noch, also, ne, kannst du ja nachsalzen. Ja, komm, Alter, ess jetzt, ey. Alter. Digga, ich bin voller Pfeffer, meine Nase ist übelst angejocken, Mann. Jetzt haben die ja doch zwei Stöcken gemacht. Nee, der. Ja, mal noch ein Stückchen. War noch ein Stückchen, was voll so bezahlen. Keine Frage. Kein Vielen Dank so. Für 39 Monate. Ja. Bienenstich, Alter. Und nee, ne? Du bist ja so ein Dudi, der. So ein Dulli, Digga, hast du ja auf die Hose gejickst? Mhm. Kannst du auf meinen Schuhen unterschreiben? Nee, auf keinen Fall, Digga. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, Digga. Auf gar keinen Fall, Digga. Hier, erstmal. Hier ist gar kein. Ist das eigentlich. Oh, war das. Alter. Es tut mir leid. Ey, morgen 21 Uhr. Ich schlafe jetzt erstmal eine Runde. Mit Demi, dann wird er verschenkt. So, zum Beispiel. Anne ist im ersten. Ich mache jetzt ein Foto von mir. Ich will jetzt wissen, woher mein T-Shirt kommt. Also mache ich so. Kreist es ein? Nee. Krass. Ja. Oha. Hilfe. Guck mal. Naja. Ich will jetzt wissen, woher mein T-Shirt kommt. Also mache ich so. Kreist es ein? Ja. Naja, Erz. Auf jeden Fall. Wie geht's euch, Leute? Samsung? Oh. Ich schwöre bei Gott, wenn noch ein einziges Mal das Spiel abstürzt, ein einziges Mal der Abholhelikan und Glitch oder die gerade passiert, ich ruf beim Kundensupport an und dann geht's in den Twitch-Urlaub, weil ich werde die so durchbeleidigen. Jetzt ist das Maß voll! Der Twitch-Urlaub. Oh mein Gott, ich wäre so mad gewesen, wenn ich jetzt gestorben wäre. Nein! Jetzt! Yes! Bugs! Spiel! Carsten würde dir alles empfehlen, genau die sechste Zählenpunkt. Deiner Mom würde ich empfehlen, dass die endlich mal stabile verteilt im damit du kleiner endlich mal wieder vernünftig Essen auf dem Tisch haben. Digga, einfach die Hälfte von Carsten-Clips war einfach gemutet. Und damit aus. Digga, so eine Sch***e. Ich war mit einem Kollegen einkaufen. Ich dachte, ich hab Butter gekauft. Digga, ich hab Eis gekauft mit Buttergeschmack. So eine Sch***e. Oh mein Gott. Ja, wir müssen eh nochmal alle Pipi. Ist das okay? So, damit wir das auch direkt geklärt haben. Letter, größer, Butter. So, und jetzt können wir gerne in die Diskussion gehen. Letter. So. Letter schmeckt besser, also benutzt, ist besser. So. Ist einfach so. Kann ich ja nichts dafür. Kehrgarten gesalzen auf die 1. Hilfe. Kehrgarten gesalzen. Bilder. Das ist eine absolute Macher, Margarine, Butter, nicht wie ihr es wollt. Richtig stark. Aber die darf nicht zu hart im Kühlschrank werden. Die muss noch streichzart sein. Ist wichtig. Da gebe ich dir die Hand. Sehr gut. Nein, ihr habt keine Ahnung. Nur Butter. Ich sage euch mal das Problem. Bei Butter, wenn ihr diese viereckige Butterstückchen holt, das ist voll schwer, das auf Brot zu machen, ohne das ganze Brot auseinanderzunehmen. So. Ernst? Boah, ist der Quanta, weiß ich gar nicht. 2, 3 Euro? Hier ist Timo und Ria, danke für die Subs. Bruder, stream. Digga. Ist das der echte? Das ist der echte DFB-Pokal. Warum zum F*** ihr den? Halt mal, wie schwer der ist. In Entwende. Boah, was? In der Gruppe. Wir wollten dich fragen, ob der hier so einrichtungsmäßig reinpasst. Ja, DFB-Pokal, lol. Ich kann was reinmachen hier. Ja, du liegst nicht kaputt. Ja, perfekt, Digga. Okay, sorry schon mal. Scheiße, Pokal, Hauptsache dein Leben. Die haben auch einen richtigen Knacks, ne, die beiden.
Die haben richtigen Knacks. Und Stäbchen rein, Spender rein, da komme bei Bock 4. Sangami, 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 Komm auf! Was schon? Komm auf! Nein, 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 nein! Das Bett ist doch kaputt, Bruder! You play football? Yeah. You play football? Ah. Okay. Kylian Mbappé? Yes! Use Can it. We make a photo, please? Please! Kylian Mbappé! Habt ihr gesehen, was Mbappé angestellt hat? Er ist ja der absolute F***er. Also bei aller Liebe, ne? Kylian Mbappé. Guckt euch das bitte an, Chat. Bitte guckt euch das an. Einfach zu einer Vorlage. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Das ist schon sehr hart. Ich schwör's dir. Das ist schon sehr hart gewesen. Der hat wirklich seine Karriere beendet. Der sah wirklich aus wie Mbappé, ne? Ich schwöre, das war Kylian Mbappé. Ich schwöre, Chip. Bruder, bitte. Ich muss das nochmal sehen, ja. Hot Take Bros. Ey, ja, scheiße, oder?